Ja, hallihallo und herzlich willkommen, liebe Modellbaufreunde auf meinem Kanal. Heute werden wir was ganz Besonderes machen. Heute werden wir uns nämlich der Innenkabine von dem Zetros widmen. Und dafür habe ich schon einiges hier vorbereitet an Farben und mir ein bisschen einen Kopf dazu gemacht, wie ich das Ganze gestalten möchte. Und da nehme ich euch natürlich ganz herzlich mit rein und ihr dürft sozusagen live mit dabei sein. Ihr kennt ja die Fahrerkabine vom Zetros, die ist ziemlich detailliert, anders kann man das nicht nennen. Und natürlich, um die ganzen Details hier auch einfach ja schön hervorzuheben und vom Standard Ready-to-Run-Truck abzusetzen, gehen wir hier einfach auch wirklich ins Detail und bauen als allererstes uns natürlich mal die Fahrerkabine auseinander, sodass wir hier denn das Ganze fleißig montieren können, also lackieren können. Ich verwende hierfür Tamiya und Vallejo Farben. Die von Vallejo sind das die Airbrush Farben und von Tamiya sind das die kleinen für Hartplastik. Ich habe hier das Dashboard schon ausgebaut oder vorne das Armaturenbrett auch zu Deutsch und schon einiges ja schwarz angemalt. Da fand ich, die Lüftungsgitter sind da prädestiniert für, um sie einfach hervorzuheben. Und natürlich oben die Ablage sowie den Getränkehalter. Ich habe überlegt, gehe ich mit einem Braun, gehe ich vielleicht auch mit einem knalligen Orange als Farbakzent. Habe mich dann allerdings hier für das Braun entschieden. Maskiere hier vorne gerade noch ein bisschen was von der Armatur, sodass das nachher nicht komplett alles mir verläuft, sondern einen schönen Abschluss findet und das Braun, was denn so ein bisschen wie ein Lederimitat aussieht, hier nicht überall ja, verläuft oder langläuft. Zum Pinseln nehme ich einen, ich glaube, 2er oder 3er Pinsel, das ist so ein ganz, ganz feiner für die Konturen. Das lässt sich damit am präzisesten arbeiten. Das hatte ich noch irgendwo rumliegen. Ich weiß schon gar nicht mehr, woher genau. Und trage damit halt die Farbe auf. Für größere Flächen eignet sich ein kleiner Borstenpinsel auch recht gut. Das habe ich ein bisschen später herausgefunden, dass das keine schlechte Idee ist. Weil mir das Braun hier auf dem Armaturenbrett ganz gut gefallen hat, habe ich mir überlegt, warum nicht vielleicht auch ein bisschen was an den Sitzen davon verwenden, so als kleine Akzente, damit das nachher schön zur Geltung kommt. Auch hier kann man natürlich das Ganze abkleben, muss man aber nicht. In meinem Fall denke ich, wenn ihr da einfach fein säuberlich und ordentlich arbeitet, einen feinen Pinsel habt, eine ruhige Hand, dann kriegt ihr das auch so ganz entspannt einfach angemalt, ohne dass ihr da großflächig irgendwie übermalt oder irgendwo euch die Farbe reinläuft. Nehmt da lieber ein bisschen weniger, lasst euch dabei ein bisschen Zeit, das zu detaillieren. Das habe ich hier für alle drei Sitze übernommen. Zuerst in dem Rückenelement zwei Felder hier braun angemalt. Das hat mir ganz gut gefallen. Leider ist das Grau von den Sitzen und der Armatur nicht dasselbe Grau wie die Bodenplatte oder andersrum. Das finde ich an dieser Stelle echt ein bisschen schade, weil da doch Farbvarianzen einfach auftreten. Hätte ich mir bei dem Preis ein bisschen besser gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nachdem jetzt nun alle drei Sitze hier schön angemalert sind und die Sitzflächen auch hier angestrichen worden sind, geht es natürlich erstmal zum Montieren, denn die Frage, die noch übrig bleibt, ist natürlich auch, ja, was machen wir mit Lenkrad und Co.? Kommt da vielleicht auch noch ein bisschen Braun ran? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Das kann nicht schaden, da auch noch einfach ein bisschen Braun mit ran zu machen, damit sich das Farbschema so ein bisschen hier wieder aufgreift und das Ganze nachher in sich stimmig wirkt. Dann kommen natürlich hier an die Schalthebel und Armaturen noch ein paar andere Farben ran, so was wie einen Orange fürs Warnblinker, beziehungsweise für den
für den Thermoregler kommt da so ein Rot und Blau ran, wie man das halt aus einem regulären Auto einfach auch kennt, damit das nachher möglichst detailliert aussieht. Hier und da noch ein paar Kleckse Silber, sowie an die Regler für die Lüftung. Und dann habt ihr ein relativ schönes Ergebnis, was ihr hier euch jetzt mal angucken könnt. Ein paar kleine Highlights habe ich noch verbaut, aber ich möchte ja noch nicht alles verraten, sondern gönnt euch das jetzt hier erstmal. Ja, schreibt mir unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr in Zukunft keins meiner Projekte verpassen wollt, ihr das richtig cool findet, halt auch mal zu sehen, okay, wie gestalte ich hier einfach auch die Arbeit im Interieur, wo verbaue ich noch ein paar Details, dann schreibt mir es unten in die Kommentare. Ich nehme euch da gerne in weitere Videos mit, auch wenn das natürlich ein Haufen Arbeit ist, das alles abzudrehen und zu schneiden. Aber das mache ich natürlich gerne, wenn ihr das sehr, sehr gut findet und gerne mehr sehen wollt. Das war's an dieser Stelle erstmal mit einem kurzen Update-Video hier zum Zetros Camper bzw. zum Overland von RC 4Wheel Drive. Und ja, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon ohnehin getan habt und Abonnenten seid. Dann danke ich euch ganz herzlich dafür, fürs Einschalten, für eure Zeit und wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.